Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal Zeynep SZR. Heute mal wieder im Auto mit der lieben Madeleine. Hallo. Und genau, heute ist Samstag und wir machen heute einen Beauty Day. Unsere Nägel werden schön gemacht, meine Wimpern werden schön gemacht. Ich besitze keine, aber ich werde Fake kriegen. Genau. Und wir können ja mal zeigen, wie lang unsere Nägel sind. Kann man das sehen? Sie ja, die sind schon sehr nachgewachsen. Die sind richtig krass rausgewachsen. Das Ding ist auch bei ihr, keine Ahnung, wie lang die sind. Ne? Ich mache sie eigentlich immer kurz, aber sie wachsen dann immer so krass raus. Man muss das ja, sieht man das richtig? Ja, ja. Zoomt man das ran? Ja. Ich sehe das nicht. Wir müssen so machen. Aber das ist so schlimm und ich hatte die mal früher so lang, ja. Vor ein paar Wochen. Also ich denke, ich werde heute meine auch länger machen. Wir fliegen nämlich nächste Woche Samstag nach Bulgarien. Ich freue mich sehr. Woohoo! Du bleibst hier aber. Ja. Und genau, und morgen hat meine Cousine ihren Henna-Abend und dafür will ich auch natürlich ein bisschen schicker aussehen. Achso, das wusste ich gar nicht. Ja. Und genau. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Kamerafrau ist ja auch am Start. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, wir haben 11 Uhr noch was. 11.15 Uhr. Genau. Ich kam mal wieder zu spät. Ja, wir haben eigentlich um 11 Uhr unseren Termin, ne? Und erste Mal bin ich pünktlich. Erste Mal. Ich musste aber meinen Freund zur Werkstatt fahren. Dein Freund soll das jetzt sehen. Wenn du das siehst, warum musst du zur Werkstatt fahren? Ja, weil er nicht zu Hause sein wollte. Genau, auf jeden Fall so und mal sehen, was noch passiert. Vielleicht werden wir auch später noch was machen. Oder aber erstmal kurz zu Rewe, ja, ich brauche Wasser, sonst verdurste ich. Wie spät sollen wir noch dahin gehen? Haben wir einen richtigen Termin? Ja, eigentlich schon. Wirklich? Oh, scheiße. Ich dachte, sie hat einfach nur so gesagt, ja, wir müssen 11 Uhr nee, da sein. Nee, also ich will schon, wenn ich da reinkomme, das einfach rangenommen werden, weil ich habe keine Lust, weil ich muss noch meine... Ja, okay, dann geh du schon rein, aber ich will kurz bitte Wasser holen. Sag, ich komme gleich. Ich brauche Wasser, sonst sterbe ich, ja. Okay. Oder wir gehen jetzt einfach rein, ist ja gleich hier. Was soll ich sagen? Genau, und danach werden wir noch mal gucken, was wir machen werden, weil der Tag ist jung und heute ist Samstag und wir haben es 34 Grad heute. Oh mein Gott! Ach so, scheiße, warte, ich muss fahren. Fahr doch. Nicht, dass sie runterfällt. Nee. Meine Zuschauer sind sehr, sehr stark und deshalb fallen die nicht runter. Okay, Leute, wir gehen dann mal los und ja. Genau. Madeleines Nägel werden noch gemacht, obwohl sie halt nur Farbe wollte. Während Madeleine einfach nicht still bleiben kann, werden ihre Finger positioniert. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And so Leute, ja. Das sind meine Wimpern jetzt. Die sehen so schön aus. Ich zeige euch mal jetzt. Ich finde die voll schön. Ach, schön aus. Ja. Unterm Licht sieht man sogar noch mehr. So, jetzt machen wir Fotos, ne? Ich fühle mich wieder nicht mehr nackt, Leute. Und zwar, wir sind heute bei Lixil Nails and Beauty. Und wir haben unsere Wimpern machen lassen. Zeig mal deine Wimpern. Und genau, jetzt machen wir unsere Füße und unsere Nägel. Wir sind sehr zufrieden. Wir kommen auf jeden Fall sicher wieder nach dem Urlaub. Und ja, ich freue mich sehr. Happy! Danke. Bis dann. Okay, Moment. Erstmal klatschen wir nochmal. Mach mal klatschen. Ich bin ganz entsetzt, Okay, jetzt machen wir mal da. So Leute, wie ihr seht, ich bin nur am Lächeln. Meine Mama ist auch neben mir. Sie entspannt sich gerade und freut sich natürlich darauf.
Und ich habe Stimmen gehört, aber ich weiß nicht, woher die kommen. Ja, die ganze Zeit alles machen. So, okay, auch ein Dankeschön an Madeleine natürlich, meine Kamerafrau heute. Und Leute, es ist sehr warm, aber es ist auch so entspannt. Und meine Mama sieht. Und ja. Ich kriege eine Massage mitgemacht und ich kann nicht reden. Ja, Leute. Ihr seht schon, ich kann nicht mehr reden. Und ja. So, und jetzt kriege ich Gelnägel an meinen Füßen gemacht und ja, wie gesagt, nächste Woche. Mama, ich habe kleine Legel, lass mich. Genau, nächste Woche fliegen wir ja nach Bulgarien und ich bin echt bereit, sage ich mal. So Leute, wir sind jetzt fertig. Meine Nägel, meine Füße, meine Wimpern sind gemacht. Jetzt warte ich auf meine Mutter. Sie sitzt gerade da in der Mitte und vor allem sind wir da, also hier. Und ja, ich freue mich. Du freust dich auch? Ja, du freust dich. Genau. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich nochmal gucken, was wir machen werden. Sag's auch bitte. Alter! Was? Wir sind seit 4 Stunden. Ja, die Jungs machen seit 10 Stunden deren Autos. Warum sollen wir nicht 4 Stunden hier verbringen? Ne? Ja, wovon ich vielleicht 1 Stunde meine Legung gemacht habe. 2. Alter, wirklich? Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Bitte film das hier. Bitte film das. Guck mal, wie viel Grad draußen sind. Hier, was er mir anzeigt. 38 Grad. Zeigt Leute, wir brennen. Einfach, wir brennen. Es ist so warm. Also, ich weiß nicht, aber... Ey, mein Lenkrad. Hallo. Mein Lenkrad ist so heiß. Ich kann nicht mal richtig anfassen. Das ist voll der Fehlgrad. Okay, jetzt. Leute, das war gerade Spaß. Was ist dir? Das ist schon 6 Grad. Du bitte sei leise, also dein Auto. Ey, das geht nicht. Ich raste aus, okay. So. Auf was stoßen wir an, Madeleine? Keine Ahnung. Auf den Kampf hier draußen. In der Hitze. Wir sind am Kudamm, Leute. Und es sperrt den Weg, dieser Baum, aber trotzdem, ich zeige euch mal gleich. Hey, meiner schmeckt nach gar nichts, toll. Super. Ja, auf jeden Fall, wir... laufen jetzt und suchen nach irgendwie nichts. So Leute, wir waren jetzt shoppen. So wie ihr sehen könnt, zweimal sind wir zum Auto und fahren los. Wir wissen nicht, wohin wir gehen, aber ja, mal sehen. Ich würde sagen, bis dann.